Egal wie man zu dieser Corona-Krise steht, eins fällt doch allen auf. Unsere Gesellschaft hat sich zutiefst verändert und eine Angst jagt die nächste. Vor dem Virus, vor der Klimakatastrophe, vor Krieg und jetzt auch vor Verarmung. Die Menschen sind aggressiver, verzweifelter und depressiver geworden und ein Ende ist nicht in Sicht. Politik und Medien schüren weiter. Was löst das in uns aus? Mein Gast sagt, wir befinden uns im dauerhaften Notfallmodus. Und das hat schwere Konsequenzen für unseren Körper und für unseren Geist. Vor allem Kinder und Jugendliche können lebenswichtige Mechanismen nicht mehr entwickeln mit unabsehbaren Folgen. Wie kommen wir aus diesem kollektiven Trauma wieder raus? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Ulrike Wichtmann. Ja, grüße Sie, Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin und Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychoanalyse mit eigener Praxis seit mehr als 30 Jahren. 2016 haben Sie ein Erste-Hilfe-Tool für traumatisierte Menschen entwickelt, das auch von medizinischen Laien angewendet werden kann. Im Zuge dessen haben Sie mit Ihrem Projekt FAITH hunderte Trauma-Ersthelfer ausgebildet, um Menschen aus dem Notfallmodus schnell wieder herauszuholen. So, darüber wollen wir reden, über diesen Notfallmodus, über Traumatisierungen und vielleicht ganz zu Anfang eine kleine Einordnung, damit wir alle vom Gleichen reden. Was ist ein Trauma und was ist ein Notfallmodus? Ja, Trauma ist eine lebensbedrohliche Erfahrung, die in der betroffenen Person Entsetzen, Horror und Grauen auslöst. Ein Trauma kann auch entstehen, wenn eine Person ein solches Ereignis bei anderen beobachtet. Also es ist auf jeden Fall eine Schreckenserfahrung. Und was ist jetzt der Notfallmodus? Und der Notfallmodus ist sozusagen die Art und Weise, wie unser Organismus auf der neurochemischen und neurophysiologischen Ebene darauf reagiert. Wir haben es ja irgendwie schon mit viel Angst und schrecklichen Bildern und Schreckensmeldungen seit 2,5 Jahren mit einem traumatisierten und Volk zu tun. Sind wir auch im Notfallmodus? Ja, viele spricht dafür, dass dieser Notfallmodus eigentlich nicht wirklich abgeklungen ist, jemals. Was zum Beispiel? Ja, einfach das. Die Angst immer noch so eine große Bedeutung hat zwischen den Menschen auf den verschiedensten Ebenen und dass unsere Organisation, aber auch wie wir individuell reagieren, oft nicht funktional und vernünftig erscheint, sondern also irrational und sehr eingeengt. Das heißt, der Notfallmodus ist eigentlich auch nur für Notfälle gedacht und funktioniert im wahren, normalen Leben nicht. Ja, er funktioniert in der akuten Notfallsituation, aber wenn er sich dann nicht wieder zurückbildet und ausheilt, sondern bestehen bleibt, dann verändert er auf eine fatale und verheerende Art und Weise unsere Wahrnehmung und Informationsverarbeitung und natürlich auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Was passiert denn da? Sie haben vorhin gesagt, biochemisch. Was passiert denn da biochemisch, wenn wir im Notfallmodus sind? Was für einen Einfluss hat das auf unseren Körper und unser Gehirn? Ja, und neurophysiologisch, nicht? Also biochemisch und neurophysiologisch, das hängt eng miteinander zusammen. Und der Körper reagiert auf schwere Bedrohungen sowohl auf der Ebene des Gewebes als auch auf der Ebene des vegetativen Nervensystems und des Gehirns. Und er versucht, alle unnötigen Funktionen für einen Moment außer Kraft zu setzen und sich ganz und gar auf das Überleben zu konzentrieren, indem er alle Energie freisetzt, die überhaupt zur Verfügung steht, um entweder zu flüchten oder anzugreifen oder aber in einen Tod der Reflex zu verfallen, damit der Angreifer uns möglicherweise übersieht. Und wenn das alles nichts mehr nützt, dann wird unser Organismus sogar unsere
Wahrnehmung unterbrechen, entweder partiell, also teilweise oder komplett, damit wir also die Qualen des Sterbens, der Agonie, dieser extrem gesteigerten Todesangst nicht mehr miterleben müssen. Kann denn jemand, der in der Not, im Notfallmodus ist, überhaupt noch klar denken? Nein, also die Aufnahme ist nur auf die potenzielle Gefahr und ihre Vermeidung gerichtet. Und in diesem Bereich sind die also ist der Zustand des Bewusstseins überwach, aber alles andere ist ausgeblendet. Was passiert denn dann da im Gehirn, dass wir nicht mehr denken können, wenn wir in diesem Notfallmodus sind? Ja, auch im Gehirn treten ganz entscheidende Veränderungen ein. Die Amygdala, das ist ein paariges Organ in der Mitte vom Kopf, vom Gehirn, die wird von Reizen überflutet unter dem Eindruck von traumatischer Angst. Und die macht dann sozusagen einen Kurzschluss und leitet Informationen nicht mehr oder nur noch ganz vermindert an andere Zentren weiter, die aber notwendig sind, damit Erfahrungen wirklich ihren Stellenwert finden können. Nicht? Also der Hippocampus wird zum Beispiel mit weniger Informationen versorgt und der ist notwendig, damit wir das Erfahrene mit unserem Gedächtnisinhalten vergleichen können, dass wir es in Ort und Zeit einordnen können. Dann ist die Verbindung zum limbischen System und zu den beiden Hirnhälften vermindert, sodass die kognitive Verarbeitung und auch die emotionale Färbung des Erlebten zu kurz kommt und nicht in vollem Umfang eintreten kann. Und letztendlich, was besondere Bedeutung hat, ist auch die Verbindung zum Großhirn nicht voll funktionsfähig. Das Großhirn ist dafür verantwortlich, Erfahrungen zu evaluieren, zu bewerten, zu symbolisieren und in sprachliche Verarbeitungsfähigkeit zu übersetzen. Und all diese Fähigkeiten, die fließen dann nicht mehr ein in die Verarbeitung dieser Erfahrung, sodass wir eigentlich in diesem Moment wie ein Bündel von Angst zurückbleiben. Ja, den Eindruck hat man ja auch bei vielen Menschen, die auch, das erklärt vielleicht auch, warum viele Menschen nicht in der Lage sind, Fakten aufzunehmen oder es nicht wollen oder einfach andere beschimpfen. Das ist auch eine große Aggressivität. Hat die auch mit dem Notfallmodus zu tun? Ja, das ist dieser gesteigerte Sympathikotonus, also der Sympathikusnerv im vegetativen Nervensystem, der für Flucht oder Angriff zuständig ist, der geht auf Verteidigung und will uns schützen. Nicht? Und diese Reaktion ist eine automatische, reflexhafte. Die teilen wir mit den Säugetieren, die auch in solchen extremen Bedrohungssituationen auf diese Weise reagieren. Also Angriff, Flucht, Todstellreflex oder Ausstieg aus der Erfahrung. Und es ist auch ansteckend, sagen Sie. Also der Notfallmodus ist ansteckend. Ja, und das ist auch der ist überlebenswichtig. Diese Ansteckungsfähigkeit ist überlebenswichtig. Wenn man sich vorstellt, also eine Antilopenherde zum Beispiel entdeckt einen Löwen, der zur Jagd ansetzt, dann wird diese Herde im Nullkommanichts, also in Sekundenschnelle, alle in die gleiche Richtung stieben. Ja, und das passiert nicht über Laute, über Sprache und über Gedanken, sondern das läuft unterschwellig auf der Ebene des Organismus ab. Der Körper ist es, der den größten Teil unserer Informationen verarbeitet. Ich glaube, im siebenstelligen Bereich Bits pro Sekunde verarbeitet der Körper. Und nur 12 Bits pro Sekunde gelangen überhaupt schon im Normalzustand in unser Alltagsbewusstsein. Alles andere passiert unterhalb des Gehirns, im Gewebe und im vegetativen Nervensystem, nicht? Und speziell dieser Notfallmodus ist einfach ein Reflex. Und der kann auch dann, wenn die akute Bedrohung aufgehört hat, unterschwellig, latent, noch eine Weile
mitlaufen oder er kann sich ganz und gar festsetzen im Organismus und diese Bereitschaft produzieren, schnell wieder auf die nächsten Hiobsbotschaften, auf die nächsten Trigger, auf die nächsten Angstsignale einzusteigen. Das heißt, wenn ich mich im Notfallmodus befinde und jetzt kommt jemand mit einer neuen Angst daher, dann bin ich sofort bereit, darauf zu springen? Ja, wir sind im Notfallmodus außerordentlich triggerbar und in ständiger Hab-Acht-Position und hypervigilant bezüglich jeder möglichen Bedrohung und selbst völlig harmlose Reize können als Trigger wirken. Ist das dann, wenn man jetzt immer im Notfallmodus ist, da werden ja auch Dinge ausgeschieden, Endorphine, Opiate, Adrenalin. Was passiert denn, wenn das plötzlich aufhört? Ja, das ist so eine, also das sind ja auch suchterzeugende Substanzen. Und wenn das plötzlich aufhört, kommen wir auch in einen Zustand von Entzug. Diese Substanzen, die heben die Reizschwelle im Organismus an, sodass wir nur noch für sehr massive Reize empfänglich sind. Alles, was auf der feinen Ebene, zum Beispiel der Körpereigenwahrnehmung, passiert, das wird ausgeblendet, sodass wir in diesem Notfallmodus unseren Körper gar nicht mehr ausreichend spüren und damit auch nicht realisieren können, dass wir überlebt haben, dass wir leben. Und diese erhöhte Reizschwelle, die erfordert ständig Nachschub an Triggern, nicht an Kicks, an traumatischer, neuer Stimulierung, um diesen Notfallmodus aufrechtzuerhalten und diese Entzugssymptome oder diese Entzugserscheinungen im Körper nicht spüren zu müssen. Die fühlen sich nämlich gar nicht gut an. Wir fühlen uns dann gar nicht wohl in unserer Haut. Ja, was sind das denn für Entzugserscheinungen? Kann man das mit Drogen vergleichen? Also mit Entzug bei Drogen oder Alkohol? Ja, könnte man sagen. Also es hat schon Ähnlichkeit. Es ist nicht genauso, aber es hat Ähnlichkeiten. Also es sind einfach massive Befindlichkeitsstörungen. Schwitzen, Übererregtheit, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit und vor allen Dingen, was mit diesem Traumaentzug einhergeht, ein Gefühl der Sinnlosigkeit und Leere. Und das müssen Menschen vorher wissen, damit sie diese Eindrücke, die ja sehr überzeugend sind, weil sie aus dem Innersten unseres Körpers aufsteigen, damit sie die nicht für wahre Münze nehmen, sondern wissen, das ist nur ein Durchgangssyndrom, bis sich die Reizschwelle unseres Körpers wieder gesenkt hat und wir wieder fähig sind, unsere Befriedigung aus und unsere Erfüllung aus diesen sanften Empfindungen, aus den feinen Empfindungen unserer Erfahrung wieder abzuleiten. Das heißt, wer sich so lange im Notfallmodus befindet, der stumpft richtig ab? Das kann man sagen, weil wirklich es ist eine schwere Traumatisierung, die sich festgesetzt hat, die hat ganz verheerende Folgen und verändert ganz massiv, was und wie wir wahrnehmen, wie wir uns fühlen und wie wir denken. Wow. Das ist ja vielleicht für erwachsene Menschen schon schlimm, aber wie sieht es denn bei Kindern und Jugendlichen aus? Die mussten ja auch schwere Erfahrungen machen, ich nehme an, auch traumatische, wenn man ihnen gesagt hat, du musst, sonst bringst du Oma und Opa um. Ja, wir erinnern uns an 2020, dann kamen die Masken in den Schulen, dann kam Social Distancing, die Kinder durften sich nicht mehr sehen, keine sozialen Erfahrungen machen. Was bedeutet denn so ein Notfallmodus für Kinder und Heranwachsende? Ja, diese sozialen Erfahrungen sind ja unbedingt wichtig, also sowohl mit dem eigenen Körper als auch in Beziehung zu Gleichaltrigen oder zu anderen Menschen sind unbedingt wichtig für diese integrativen Prozesse in unserem Nervensystem. Wir werden nicht mit einem reifen Nervensystem geboren, sondern das reift erst im Laufe unserer Entwicklung. Also ganz besonders natürlich in der Kinder- und Jugendzeit, aber bis ins hohe Alter hinein, in weniger rasantem Tempo. Und wenn da ein Lockdown verkündet wird und die Kinder also an Kontakten gehindert werden,
dann heißt das ja nicht, dass ihr Entwicklungsbestreben anzuhalten ist, sondern die greifen zu anderen Reizen und Informationen, um sich weiterentwickeln zu können. Und wir haben ja wirklich also viele Kinder da in den digitalen Bereich verwiesen. Und gerade das ist verheerend für Kinder, weil sie da eine Quelle der Stimulierung, sogar eventuell der erneuten traumatischen Überstimulierung vorfinden, ohne dass sich aber diese Reize in der Realität integrieren lassen oder erfahrbar werden und modifizieren können. Mhm. Das ist schon verheerend. Und deswegen die Kinder- und Jugendärzte und Psychiater, die vermelden ja auch einen massiven Anstieg an schweren Störungen, psychiatrischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen, Zwangsneurosen, Waschzwänge, Suizidalität und so weiter. Das heißt, das ist eine klare Entwicklungsstörung dann, wenn Kinder nicht mehr, also auch nicht mehr so sozial leben können, also sagen wir mal, wenn sie 2 Jahre lang versäumt haben, das soziale Leben, und wenn sie immer in dieser Erregung sind. Was bedeutet denn diese ständige Erregung für Kinder? Ja, diese ständige Übererregung bedeutet eigentlich, dass sie die Inhalte, die Informationen eigentlich gar nicht mehr verarbeiten können, dass die sich gar nicht setzen können und im Organismus integriert werden können und sich auch in soziale Geschicklichkeit und Bezüge übersetzen lassen, sondern die bedeuten eigentlich einen suchterzeugenden Mechanismus, mit dem die Kinder dann alleine bleiben, weil gleichzeitig die sozialen Kontakte immer schwerer werden. Die Kinder erfahren sich als sozial nicht mehr ausreichend geschickt, also die Erregung, die in sozialen Kontakten natürlich immer stattfindet, zu handeln und umzusetzen. Und sie haben ja auch keine Möglichkeit, wenn sie da zu Hause eingesperrt sind und nicht ausreichend Sport treiben können und so weiter, diese Erregung abzubauen, abzureagieren. Also das ist wirklich eine sehr schwierige Situation für viele Kinder und Jugendliche geworden. Ja, und auch die Kinder und Jugendlichen bleiben ja im Notfallmodus. Jetzt kommen die nächsten Ängste, die Klimakatastrophe, wie ich schon gesagt habe, der Krieg. Das kriegen die Kinder natürlich auch alles mit. Aber wenn diese Kinder immer im Notfallmodus bleiben, ja, so wie wir, was bedeutet denn das für ihre, sagen wir mal, ihre Gefühlsentwicklung? Was ist mit der ersten Liebe zum Beispiel? Ja, also die erste Liebe, das ist ja eigentlich das Highlight in unserem jugendlichen Leben, ja, und eine wirkliche großartige Leistung unseres Organismus, dass wir uns trauen, also mit der Vielfalt der bis dahin gemachten Erfahrungen, mit unserer sexuellen und erotischen Energie, aber auch mit unseren Sehnsüchten und Idealen, uns wirklich in eine zwischenmenschliche Beziehung hineinzutrauen und die wir nicht kontrollieren können, nicht? Uns abhängig zu machen, auch von der Reaktion des Gegenübers. Und das setzt eine große innere Integration und Reife voraus, dass wir das wagen. Nicht? Und natürlich sind solche, es zeigt, wie hochkomplex wir als Menschen sind. Hochkomplex, viel komplizierter, als das jemals auf der digitalen Ebene abgebildet werden könnte. Und diese hochkomplexen Informationsverarbeitungen im Gehirn, die sind im Organismus, die sind schwer gestört in diesen Lockdown-Erfahrungen. Da machen 2,5 Jahre sehr viel aus in dieser Zeit. Das heißt, ein Jugendlicher, der diese Erfahrung mitgemacht hat, hat mehr Schwierigkeiten, sich diese Gefühle zu sehen, zu merken und auch auf das Gegenüber zu reagieren? Ja, diese Erregung zu halten, zu prozessieren, zum Ausdruck zu bringen und auch in befriedigende Beziehungen einmünden zu lassen. Mhm. Okay. Ja. Jetzt sind ja, dieser Notfallmodus ist ja für die Menschen zur Realität geworden. Also wenn man seit über 2 Jahren irgendwo drin ist, man gewöhnt sich ja an alles und man glaubt, dann ist das so.
Und die Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, in was für einem Zustand sie sich befinden. Wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, aber sagen Sie doch noch mal zusammenfassend, wie kann jemand selber merken, dass er sich in so einem traumatischen Notfallzustand oder Modus befindet? Also leichter ist es zu formulieren, woran merkt man, dass man sich nicht mehr drin befindet. Okay. Ja, also dass man da herausgetreten ist. Man würde es daran merken, dass man humorvoller ist, dass man spielerischer sein kann, dass man Selbstkritik leisten kann oder Kritik vertragen kann, dass man Wahlfreiheiten hat, dass man Ressourcen in Anspruch nehmen kann, dass man um Hilfe bitten kann, dass man Neugierde, Interesse aufbringen kann und letztendlich auch, dass man die eigenen Grenzen im Auge hat. Mhm. Also, dass man sich nicht überschätzt, nicht? Sie haben ja hunderte Trauma-Ersthelfer ausgebildet. Das sind ja keine Mediziner, sondern ganz normale Leute, die erste Hilfe leisten. Was ist denn da das Wichtige? Wie helfen die? Vielleicht können ja auch andere Leute hier in Deutschland anderen Leuten einfach helfen. Ja, das könnten sie. Da ist ja auch dieses kleine Büchlein entstanden, was wir vielleicht unten verlinken können. Und dieses Tool, also First Aid International Trauma Helpers, das bildet Laien aus, andere Menschen aufzuklären über die Folgen der Traumatisierung und damit ihnen zu helfen, das, was sie selber erleben an Befremdlichkeit, erstmal in einen Zusammenhang zu stellen und sich nicht mehr zu schämen und schuldig zu fühlen für diese gefühlte Einschränkung, die sie aber gar nicht erklären können und die sie hauptsächlich als verwirrend empfinden. Also der Tool ist diese Einschätzung oder diese Herstellung des Zusammenhangs zum Notfallmodus und zu schweren Traumatisierungen sehr entscheidend. Und das Zweite ist eben, den Menschen auch zu vermitteln, dass unser Körper so eine wichtige Ressource ist in der Wiederherstellung unserer normalen Funktionsweise. Was heißt das ganz praktisch? Ganz praktisch heißt es, dass wir dem Körper oder den Menschen so kleine neurophysiologisch wirksame Übungen zeigen, die diese Körperwahrnehmungsdissoziation auflösen können und den Körper wieder in Flow bringen und die Informationsverarbeitung und Vernetzung im vegetativen Nervensystem und natürlich im Gehirn wieder befördern. Was wären das für kleine Übungen? Können Sie da eine nachmachen, kurz? Ja, ein sehr gutes Beispiel oder eine grundlegende Übung ist das Gähnen. Das ist eben auch eine körpereigene Reflex. Also der Körper selber stellt diese Fähigkeiten zur Verfügung. Gähnen ist ein sehr neurophysiologisch wirksamer Vorgang. Wir können es natürlich gerne mal machen, ja. Also wenn wir den Mund ganz weit aufreißen und uns strecken und gähnen. Ich gehe dann später. Aber ja, okay. Wenn mein Hund in Stress gerät, dann gähnt der oft. Ja? Ja? Weil es auch dem Stressabbau dient. Ne? Ja, und weil das hilft, Erregung zu halten, ohne einzufrieren. Also wenn mein Hund zum Beispiel spazieren gehen will, er steht schon vor der Tür und Frauchen hat die Leine vergessen oder irgendwas, muss noch irgendwas holen oder so. Nicht? Und er ist voller Energie in Vorfreude auf das jetzt gleich geht's los, nicht? Dann gähnt er, um diese Energie zu halten, ohne einzufrieren. Mhm. Nicht? Das ist eine hohe integrative Leistung unseres Organismus. Und das wird durch Gähnen erzeugt. Nicht alle Wesen gähnen. Ich habe festgestellt, sogar Fische und Schildkröten gähnen. Bei den Fliegen habe ich es noch nicht beobachtet. Nicht? Aber Gähnen ist weit verbreitet und bei allen Lebewesen. Und Gähnen, also ich kann ein paar Beispiele nennen. Gähnen verändert die Neurochemie im Gehirn. Es führt dazu, dass Serotonin, also dieser stimmungsausgleichende Transmitter, ausgeschüttet wird. Also wenn wir zu aufgeregt sind, bringt uns Gähnen ein bisschen runter. Und wenn wir zu lahm sind, dann wird es uns ein bisschen unsere Spannkraft etwas erhöhen.
Ja, das ist auf der neurochemischen Ebene. Und gähnen bewegt Flüssigkeit im Gehirn. Also wenn wir viel gähnen, dann werden unsere Schleimhäute feucht, also es fließen eventuell Tränen oder Spucke wird mehr, nicht? Also ein Zeichen dafür, dass im Körper Flüssigkeit bewegt wird und Informationsverarbeitung im Körper ist an Flüssigkeitsbewegung gebunden, nicht? Also die Gähnen bringt uns wieder in Flow. Und Gähnen verhindert auch, dass wir so mental abdriften, nicht? Also wenn man gähnt, dann wird jede Art von Grübeln und unterbrochen. Es ist nicht möglich zu gähnen und gleichzeitig zu denken, nicht? Also gähnen bringt uns ganz und gar wieder in den Körper zurück. Ich merke, Frau Dr. Richtmann, Sie sind ein großer Fan des Gähnens. Ich bin ein großer Fan des Gähnens. Noch etwas habe ich noch vergessen. Gähnen massiert nämlich die beiden Vagusäste, die aus dem Gehirn austreten und hinter unserem Rachen runterlaufen an beiden Seiten der Wirbelsäule und die im Trauma dazu neigen, zu dissoziieren, sodass der Notfallast des Vagusnerven diese Schockstarre auslöst, schon bei geringer Stimulierung, nicht? Und Gähnen hilft, diese beiden Äste im Vagusnerv wieder in Kontakt zu bringen und zu integrieren. Also hier eine ganze große Latte. Ja, an Benefits. Ja, und ich dachte immer, ich bin müde, wenn ich gähne. Nein, aber weil ich werde das Gähnen jetzt in meinen Alltag integrieren. Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Wichtmann. Das war hochspannend. Also wir haben gelernt, was wir möglicherweise haben, also in was für einem Modus wir laufen, dass das sehr, sehr ungesund ist, dass das abhängig machen kann, dass man auf Entzug gehen kann und dass Aufklärung ganz, ganz wichtig ist, ne? Dass man überhaupt erst mal weiß, dass das nicht Realität ist, sondern Notfallmodus. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, danke, Frau Preradovic. Tja, Leute, wir brauchen Resilienz, Widerstandskraft. Ich persönlich bin in den vergangenen 2 Jahren, habe ich gemerkt, sogar angstfreier geworden. Wahrscheinlich, weil ich mehr im Jetzt lebe. Vergangenheit ist weit weg und die Zukunft, naja, so ungewiss wie heute war sie wahrscheinlich noch nie. Also genießen wir das, was wir haben und stärken uns für das, was da kommt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.